So, wie ihr seht, wir sind bei der Firma Karadec. Herzlich willkommen zu dem Video. Da gibt es jetzt gleich ein Gespräch mit Sebastian Eichmann. Bleibt dran, gleich geht's los. Hier die Firma Karadec, Experte für Elektro und Elektronik im Wohnmobil. Wenn ich den Mund zu voll nehme, muss ich mich korrigieren. Alles gut. Hier ist der Sebastian Eichmann, der ist von Firma Karadec und mit dem führen wir jetzt ein Gespräch über das Thema Sicherheit, Ton und Sichtweisen. Genau, so sagen wir es. Also wir sind die Firma Karadec aus Landau. Wir sind bekannt und zuständig fürs Multimedia im Fahrzeug. Sicherheit, ein bisschen Energie machen wir auch. Pfälzer Unternehmen an der Deutschen Weinstraße, tolles Tourismusgebiet. Und jetzt möchte man euch mal zeigen, was wir so alles angehen. Einen kurzen Abriss hier vom Messestand in Düsseldorf. Genau. Und als erstes gehen wir mal zum Thema Sicherheit. Da hat die Firma Karadec was ganz Besonderes entwickelt. Und zwar, ihr kennt vielleicht noch die Cobra Alarmanlage. Ich bin selber ehemaliger Nutzer davon. Ihr habt die exklusiv übernommen und weiterentwickelt natürlich. Und ganz kurz, was ist das Besondere an der Cobra Alarmanlage? Genau, also wir haben die Cobra Deutschland übernommen, ist ins Karadec-Unternehmen eingebunden. Die Alarmanlage heißt Karadec Secure, hat eine tolle Grundausstattung. Und auf was ich da kurz eingehen möchte, ist das Thema Innenraumüberwachung mit Ultraschallsensoren. Das heißt, der Innenraum wird gesichert, wenn zum Beispiel jemand eine Scheibe einschlägt. Und da detektieren die das, sind natürlich abschaltbar, wenn man sich nachts im Fahrzeug befindet. Ja. Der Vorteil an der ganzen Innenraumüberwachung ist natürlich auch, sollte jemand die Tür oder sonstiges, was auch alarmgeschützt sein kann, überwinden, dann hat man hier einen zweiten Schutz, wenn er in den Innenraum reingeht, dann tönt es nämlich trotzdem nochmal. Ist eine extrem sinnvolle Sache meines Erachtens. Hinzu kommt, dass die Zentralverriegelung vom Fiat Ducato gleich mit geschärft oder über die Zentralverriegelung ist gleich mit geschärft oder entschärft wird, aber geht leider nur beim Fiat Ducato im Moment. Für Mercedes gilt es noch nicht. Tolle Sache. Und Sebastian hat noch was, einen Wunsch euch vorzustellen. Wir sind nämlich, wenn man keine Hörgeräte hat, gutes Hören im Wohnmobil, da schauen wir mal hin. Ich höre gar nichts. Ach, da ist gerade ein Karton drauf. Ja, okay. Aber der kommt drauf. Wenn Karadec dran war, dann kommt der Ton drauf. Ja, definitiv. Wir können es halt hier an der Messewand schlecht zeigen. Ja. Im Fahrzeug klingt es natürlich viel besser. Die meisten Fahrzeuge haben, oder die meisten Fahrzeughersteller legen keinen großen Wert auf einen guten Klang. Und da bieten wir Abhilfe einfach mit einem Lautsprecherset, mit einem Subwoofer, mit einem Verstärker. Wir können für wenig Geld einen Fiat Ducato, einen Mercedes Sprinter aufrüsten im Bereich Sound, dass der Klang um einiges verbessert wird. Das heißt nicht rollende Disco, das heißt nicht bum bum bum, sondern das heißt auch einfach Sprachverständnis während der Fahrt, Navigation, Hörbücher, Telefonate können dadurch natürlich extremst verbessert werden. Ab welchem Betrag geht's los? Geht bei einem Tausender geht's los. Also? Also knapper Tausender sei da mit Einbau irgendwo im Bereich Ducato jetzt. Habt ihr da wirklich eine tolle Geschichte dann. Ja. Der ein oder andere von euch hat es vielleicht auch schon, ja. Kann man einfach mal anfragen, was möglich ist. Und dann kann man sich ein Angebot machen lassen und es kostet gar nichts. Genau, nach oben natürlich keine Grenzen. Wie immer. Ganz klar. Ja. Und ihr habt noch was, gute Sehen, Sonneneinstrahlung. Das sind alles die Probleme, die wir kennen. Auch Navigation natürlich, aber für die Navigationsgeräte oder die Software kannst du ja nichts. Aber fürs Sehen bei zum Beispiel der Rückfahrkamera. Ja, wir haben eine ganz neue Display-Generation bei unseren Endgerätenherstellern. Wir arbeiten ja, hier seht man es unten, mit diesen Endgeräteherstellern zusammen. Und da gibt es jetzt wirklich eine ganz neue Display-Generation, wie jetzt hier bei Alpine, bei Kenwood. Ganz hochauflösende Displays, die auch das Thema Sonneneinstrahlung extremst minimieren. Wir haben Möglichkeiten, da Kamerabilder anzuschließen, mehrere Kameras anzuschließen. Das ist eigentlich neueste Generation der Technik. Apple CarPlay, Android Auto, schon teilweise wireless, ohne Kabelbindung mehr. Sprecht uns da an, wenn ihr da Fragen dazu habt, ruft uns an in Landau, da können wir euch aus diesem Portfolio
das Beste für euch raussuchen. Ja, jeder hat ja so ein bisschen eine andere Leidenschaft, was möchte er haben, Display groß, Display klein, Navi on Board, kein Navi on Board, da haben wir eigentlich für jeden was. Es ist auch zum Beispiel denkbar, ein zweites Kamerasystem einzubauen, dass wenn das eine Kamerasystem nicht richtig anzeigt, durch Sonneneinstrahlung zum Beispiel, dass dann eine zweite Kamera noch da ist. Oder bietet ihr auch dieses Rundumsystem schon an? Auch das bieten wir an, genau. Dieses Birdview, wie es heißt? Klassischer Birdview ist ja eine Rangierhilfe. Die hilft euch wirklich nur beim Einparken. Die kann nichts aufzeichnen. Es hilft euch nur, um das Auto von oben zu sehen, wo sind meine Hindernisse beim Rangieren, gerade bei größeren Fahrzeugen. Aber in dem Bereich Kameras und Monitoring, Displays, da können wir natürlich auch weiterhelfen. Beziehungsweise, wo wir danach oft gucken, was hat der Kunde, können wir was umbauen, müssen wir was neu reinbauen, da einfach uns ansprechen, da helfen wir weiter. Also, kurzum, Karatec bietet nicht nur Batterien, nicht nur Fernsehantennen, nicht nur Fernseher, ihr bietet vor allen Dingen Alarmanlage an, ihr bietet Hörsysteme an, wo man schon für relativ wenig Geld gutes Hören herausbekommt, ja, und nicht die billigen Herstellerboxen verbaut hat. Und vor allen Dingen auch diese Fahrsysteme, diese Navigation, diese Rückfahrkameras, ruft einfach an, beschreibt die Situation, lasst euch ein Angebot machen und dann Landau ist eine schöne Urlaubsgegend, da kann man auch sein Auto mal abstellen lassen und dann ein bisschen Radfahren, während es eingebaut wird. Absolut. Genau. Sebastian, vielen Dank für den kurzen Einblick in eure Firma. Gerne. Wir haben vereinbart, dass wir mal vorbeischauen und dann berichtet man natürlich viel mehr von der Kamera. Das war es jetzt von der Messe vom Caravan-Salon in Düsseldorf. Wir fahren jetzt auch gleich weiter. Wir bedanken uns beim Sebastian, der darf nur ein paar Tage bleiben. Und wir sagen schon mal ciao. Die Ossi ist hinter der Kamera, aber die grüßt auch sehr freundlich. Tschüss, ciao.